Das neu starten. Oh. Ja. Aber warum gerade nicht? Ich verstehe es nicht. Naja, ist ja egal. Dann werden wir das jetzt nochmal ausprobieren, ob das Spiel jetzt immer noch einen Bug hat. So, ich werde die Mission einfach laden. Die 15. Wollen Sie diesen Speicherstand wirklich laden? Ihr aktueller Speicherstand wird zum nächsten Speichervorgang überschrieben. Ja, möchte ich. So. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, da habe ich jetzt auch gerade so dran gedacht. An den Film. An den Film. Klingelingeling. Hä? Schon wieder? Entschuldigung. Das ist ja unglaublich. Was? Okay. Ihr seht's. Ja. Mission wollte ich laden, das Spiel wollte ich starten und es geht zurück ins Hauptmenü. Ihr habt es jetzt selber gesehen, das ist jetzt der Beweis. Ja, das Spiel liebt mich, genau, das will mich nicht mehr gehen lassen. Das heißt also jetzt für mich und für euch, ich werde jetzt, also wenn ihr nachher noch einschaltet, würde ich mich natürlich riesig freuen, ja, wenn ihr immer noch dran bleibt. Ich gehe mal von aus, hello there, ich werde die Disk mal ein wenig putzen. Ich werde die Konsole einmal neu starten. Ich denke mal, das Ganze wird so, ich denke mal, 15 Minuten, 20 Minuten wird es wahrscheinlich dauern. Dann wird der Stream wieder da sein. Ja, ich beeile mich ein wenig und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder gleich dabei seid. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann den Streamer nicht hier anhalten oder so, sondern ich muss es ja leider beenden, um das Spiel einmal neu zu starten. Und wie gesagt, also schaltet gleich wieder ein, sucht gleich einfach wieder LPLS in der Suche und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann gleich wieder einschaltet. Also, wie gesagt, tja, tut mir leid. Bis gleich. So, hoffen wir mal, dass es geht. Genau, hoffentlich. Mal ein Schlückchen trinken. So, also drücken wir mal X. Die Kamera wird wieder rot. Moulin Rouge. Ja, also wie gesagt. Gerade war mal wieder so ein Depp im Chat. Ja, ein Depp im Chat, voll so ein Otto. Und um den habe ich mich schon gekümmert. So, Alien Isolation, Spiel laden, Missionsspeicherstand laden, genau. So, dann gehen wir mal auf Mission 15, die Nachricht. Warnung, wollen Sie diesen Speicherdaten wirklich laden? Ihr aktueller Speicherstand wird beim nächsten Speichervorgang überschrieben. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe die CD sogar ein wenig gereinigt. Und ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht wieder irgendwo x-beliebig hinwürfelt. Das wäre natürlich nicht schön. Weil dann sieht es nämlich förmlich danach aus, als müsste ich das Spiel, glaube ich, komplett nochmal von vorne spielen. Und das wäre nicht toll, weil das ist eine ganz schöne Strecke. Die müsste ich dann im, ja, Speedrun so ein bisschen laufen. Was stand denn da gerade? Halten Sie L2? Was? Ich bin doch noch im Ladebildschirm. Hi Patrick, ich grüße dich. Ich weiß, du warst gerade schon gewesen, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich neu starten musste. Habe ich schon gesehen. War in dem Moment nicht da. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts, schon Hater. Noch ist es richtig. Noch. Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäuberung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt! Warum haben Sie mich denn hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Alesidora. Marlow hat es geschafft, die Autopilotencodes zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanz-Anlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber es reicht. Verstanden. So, also auf ein neues. Oder Game neu installieren, wenn der Bug noch da ist. Ja, schauen wir jetzt erstmal. Jetzt sind wir erstmal still, was Bug angeht, weil das Spiel soll es nicht hören. Also, pscht. Das ist genauso wie mit liebes Auto, liebes Auto, liebes Auto, wenn man ein kaputtes sieht. Also, probieren wir das Ganze doch nochmal. Ich weiß auch, wo wir hin müssen.
Besser als neu spielen, das stimmt wohl. Aber jetzt probieren wir natürlich erstmal aus, hier ungeschadet zum Fahrstuhl zu kommen. Und natürlich hoffen wir mal, dass der Fahrstuhl uns dahin bringt, wo wir hin müssen. Also. Drückt die Däumchen, dass es klappt. Und dass natürlich alles so am Schnürchen geht, wie es sein soll. Na? Da bin ich immer gespannt, ob die Zuschauerzahl wir noch mal erreichen, die wir vorhin hatten. Mit den 100. Das war schon echt Wahnsinn. Naja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht bis jetzt ganz gut aus, aber ne, man soll ja nicht den frühen Abend loben. Schauen wir mal. Top, die Wette gilt. Ich sehe einen Start auf meinem Terminal. Marlow hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Waits hat dir wirklich was angerichtet. So, bis jetzt sieht's gut aus. Jetzt kommt sowieso erstmal der dämliche Android müsste ja gleich wieder kommen, ne? Das ist das Alien, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Oder ist das schon der Android? Ich glaube, das ist der Android. Ich bin mir aber da nicht sicher. Wo müssen wir denn nochmal hin? Ach, da oben, ne? Stimmt ja. Der kommt doch jetzt, glaube ich, ne? Ja, ich hoffe mal. Also bis jetzt müssen wir ja wieder diese Mission mit dem Raumschiff spielen. Ja? Ach, du wirst ein Scheiß, wirst du. Ja, du wirst ein Scheiß, wirst du. Kommen wir hier nicht da auch lang? Ach nee, da müssen wir einmal rumgehen, ne? Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Ich habe auch einen YouTube-Account. Gib einfach mal Werbung in den Chat ein. Dann siehst du meinen YouTube-Channel. Dann siehst du meinen YouTube-Channel und die Infos über die Let's Play Live-Show. So, einfach wie gesagt Werbung reinschreiben und schon. Genau, der Nightbot hat's geschrieben. Oh. Alter! Alter! Aua! Geh weg! So, kriegst erst mal einen auf den Schädel, du Otto. Was? Was? Nein! Hallo? Yeah, das Alien, voll verbuggt, yeah! Scheiße! Fuck! Fuck! Das Alien war da gewesen. Mann, ey, fuck! Also, wie gesagt, da steht mein YouTube-Channel, Reflex GER. Die Let's Play Live Show freitags und samstags immer 20 Uhr. Also auf ein neues, meine Güte. Puh. Ja. Ich werde mal eben die ganzen Utensilien mal eben. Ich werde mal eben einen Geräuschmacher in die Hand nehmen. So, der Typ ist ja da hinten, ne? Können wir den nicht von da umgehen? Durch diese Tür hier? Ach nee, da geht's ja gar nicht weiter. Scheiße, wir müssen den ja hier anlocken. Das ist ja voll dämlich. Peng. Peng, peng. Peng. Ja, wir haben Pumpgun, aber. Wir haben auch Flammenwerfer, aber ist leer. Und das macht zu viele Geräusche. Ja, komm nach, komm hier, komm hier, komm zu Papa, komm. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm zu Papa und tret mich mal wieder.
Wie lange bist du heute online? Schauen wir mal. Wegen Ihnen verschwende ich Firmenzeit. Kommen Sie mit mir mit. Nostromo-Lock war da drin. Aua! Das gibt's doch nicht! Der tritt mich! Ist denn sowas möglich? Hat man dir schon mal gesagt, dass man Leute nicht treten soll? Hey, wo muss ich denn jetzt lang? Achso, ja doch. Leute tretet man nicht ins Gesicht. Ja? Nicht rennen, ich weiß. Ich renne ja auch nicht. Du Blödmann. Achso, du meinst leise sein, deshalb peng. Achso, ja, ja. Leise sein, pst. Pst, leise. Leise sein, so. Falls sich jetzt einige neu zuschalten in der Let's Play Live schon sich wundern, warum ich hier so straight durchlaufe. Das ist das Problem, weil ich diesen Bereich schon hatte. Und das Spiel verbuggt war. Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Marlo ist da durchgekommen, es muss einen Weg geben. Es gibt auch einen Weg. Yay! Yeah. Was, wenn der Bug wiederkommt? Keine Ahnung, muss ich mir was einfallen lassen. Ich hoffe nicht. Drücken wir erstmal die Däumchen, dass es nicht passiert. Das wäre erstmal viel, viel wichtiger. Uah. Puh. Oh, ich höre das Alien. Ich höre das Alien. Ich höre das Alien. Die Daten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Ich habe das Alien gehört. Huhu. So, jetzt fliegen wir erstmal wieder eine Runde. Und dann hoffen wir mal, dass es... Ja. Hi, Evil Dream. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Nee, ich habe immer noch nicht durch. Ich verstehe nicht. Das Spiel will mich einfach nicht abgeben. Das Spiel will mich nicht loswerden. Ja. Und gerade hatte ich sogar noch einen Bug gehabt. Also das Spiel wollte mich nicht aus dem Spiel rauslassen. Ich hatte zum Beispiel auf Hauptmenü gedrückt und auf einmal spawnt mich das Spiel einfach irgendwo x-beliebig auf der Station. Oder ich konnte keine Lade... Ja, ich konnte keinen Speicherstand mehr laden. Und ich kam auch nicht mehr im Spiel weiter. Ich habe keine Ziele mehr angezeigt bekommen. Und solche Geschichten, ja. Hallo nochmal. Hi. Fritz Spike, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Fritz ist Skype, ne? Spike. Also mindestens 20 Stunden sind es jetzt definitiv schon, also auf jeden Fall. Also 20, 22 sind es bestimmt jetzt schon auf dem Konto. Aber, wie gesagt, diese Stelle kenne ich ja jetzt schon. Ich weiß ja jetzt, was passiert, also nicht wundern. So. Oh, guck mal, Shownator, da hast du schon wieder jemanden. Hast du wieder was zu tun, Shownator? Du bist mir nicht viel zu wertvoll. So, genau. Ach ja, wir müssen ja hier lang. Stimmt, ja. Hi Neon Green, willkommen zurück. Löwe, ich glaube ja, ne, Löwe. Ich grüße dich. Einen schönen guten Abend in die Runde. Einen wunderschönen. Löwe, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt wieder und dass ihr wieder alle da seid. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Das haben wir alles schon gehört. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen.
Das ist mir nämlich gerade auch passiert mit diesem dämlichen, Johnny, dass ich den als Mod gemacht habe. Das mal ganz schnell habe ich das dann wieder weggemacht. Genau, dass die zwei Zeichen auch nebeneinander sein müssen. So, ich höre mir das alles extra nochmal an, dass ich das auch wieder drin habe, weil eigentlich haben wir das ja schon gehört, das ist klar. Aber dann hat das Spiel das auch gespeichert. Nee, Moment. Was war denn nochmal der Code? 4310, ne, oder? Nee, hä? Wie war denn nochmal der Zugangscode? Ich habe ihn jetzt total vergessen. Vielleicht weiß das einer von euch. Hallo? So, Flammenwerfer-Munition. Pumpgun-Munition haben wir auch. So. Schrägstrich Anmod, Leerzeichen und dann den Name. Zugangscode war gewesen 4510. Ah, so. Alles klar, danke. Danke, ihr beiden, Crave und Econ. Ich grüße euch und vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig aufgepasst habt. Ja, ich hab schon wieder alles vergessen. Ach ja, die Aktion, die ich ja so cool fand. Das sieht so toll aus. In Missionen sind 18 Trophäen angegeben. Okay. Trophäen sind 18 Missionen angegeben. Also, wer es verpasst hat, kann sich das gerne nochmal angucken hier. Das ist sehr geil. Sehr schön gemacht alles, finde ich, persönlich. Das ist der Hammer, echt. Das ist, ohne Spaß, ich könnte das stundenlang könnte ich mir das angucken, einfach nur, weil das total geil gemacht ist. Sehr schön in Szene gesetzt. Auch mit den beleuchteten Dingern so, das ist total cool. Ich bin Robocop. Muah. Hallo. Entschuldigung. Für die 19 Mission gibt es die Durchspieltrophäe. Ja, so. Bei Flexi sind es 49 Missionen, ja. Sie mich hören können. Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey Ripley, willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Wenn du. Sie haben mehr Arbeit erspart. Wenn du Alien fertig hast, spielst du es dann nochmal durch? Ich denke mal, wird eine. Ich denke mal, dort ist es als Frage gemeint. Ja, ich werde es definitiv nochmal durchspielen. Und ich werde natürlich auch die ganzen Überlebensmodi spielen. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Sind viele Stellen offen? Ach, jetzt. Jetzt weiß ich, was kommt. Oh ja, du hast etwas für mich. Sehr schön. Was hast du denn? Ein Keks vielleicht? Ach nee, ich wollte doch gar nicht das Radio anmachen. Hilfe. Entschuldigung. So, Sevastopol, bla bla bla. Audio auch gewesen. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich
Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Pass auf, da ist jemand hinter der Wand. Okay. Kann man das Alien umbringen? Das weiß ich nicht. Und für diejenigen, die das Spiel schon durch haben, bitte tut mir einen Gefallen und spoilert bitte nicht, ja? Klappt's jetzt? Ich weiß es noch nicht. Die Mission hatte ich ja schon. Das werden wir sehen, sobald ich alles hier abgeschlossen habe in dem Bereich. Dann werden wir sehen, ob's klappt. So, weil die Mission hatte ich ja schon. War ein Spaß.